Schaden macht bei dem Vieh. Wenn nicht, dann, naja, so viel ist das jetzt auch nicht. Aber ich bekomme auch nicht viel abgezogen. Das ist schon mal... Das macht dann jetzt. Jetzt heilt er sich hier. Wahrscheinlich. Ja. Oh Mann, doch nicht so viel. Wahrscheinlich setzt der nachher noch einen Supertrank zusätzlich ein. Und dann, dann habe ich ein Problem. Aber ich kann mein Pokémon ja auch mit Trank heilen. Das ist... Muss ich ja auch sagen. Ich habe ja noch ein paar Tränke. Ja. Bei meiner nächsten Aktion, also jetzt, setze ich da mal einen Trank ein bei meinem lieben, netten Pudox, dass das hier noch ein paar KP wieder bekommt. Solange er nicht irgendeinen üblen Volltreffer macht, sollte ich das Ding hier eigentlich gewinnen. Ich wollte natürlich nicht nochmal den Beutel aufmachen. Oh, könnte auch natürlich auch knapp werden mit meinen Konfusionen, je nachdem wie viel ich da noch einsetzen kann. Das werde ich jetzt sehen. Okay, nur 21, das sollte reichen. Auch wenn der Gegner jetzt noch einmal Supertrank hier einsetzt, macht er wahrscheinlich auch Gegenschlag, okay. Sieht auch ein bisschen was ab. Jetzt werde ich angerufen. Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich doch tatsächlich gerade meine Schwester angerufen. Naja, egal. Also, weiter geht's. Ja. Noch ein... Eine Konfusion. Und der Gegner ist K.O. Sehr gut. Habe ich den Arenaleiter platt gemacht. So sieht's aus. Und mein Pudok steigt jetzt wahrscheinlich 2 Level auf. Ah, ne. 2 Level werden es nicht. Aber immerhin 1. Hui, hui, hui. Ja. Oh, 1900, hier, wie heißt das Ding? Poké-Dollar. Ja, toll, jetzt bringt mir die Sicht auch nicht mehr so viel. Yeah, den Knöchelorden habe ich bekommen. Und ich würde gerne noch Blitz einsetzen dürfen. Okay, jetzt kann ich Blitz einsetzen. Darf ich Blitz einsetzen, außerhalb vom Kampf? Protzer, brauche ich nicht. Ah. Da hätte ich auch noch ein Pokénamen eingetragen hier. Okay. Jetzt muss ich also in die Höhle. Ich sehe hier nur gerade ein Problem. Ich weiß nicht, ob eins meiner Pokémon Blitz machen kann. Ich glaube es eher nicht. Erstmal speichern. Erstmal speichern. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Wenn jetzt keins meiner Pokémon Blitz machen kann? Also nee, hier bin ich falsch. Beutel. Da ist es. Blitz. Ach, das ist normal vom Typ her. Okay, da müsste eigentlich eins meiner Pokémon können. Ja. Mein Xalas kann's machen und Pudox. Ich mal lass es mal Pudox machen. Blabla, ja, soll natürlich so eine Attacke ersetzt werden. Und zwar Härtner, die brauche ich sowieso nicht. Und falls mein Pudox noch irgendeine coole Attacke lernt in der nächsten Zeit, kann ich Giftstachel wegmachen, die brauche ich nämlich auch nicht. So. Mal wieder die Pokémon heilen. Das alles mal wieder schön überspringen, dass alles schön schnell geht hier im Pokémon Center, weil das ist ja immer... dieselbe Leier. So, und noch gerade speichern, also schnell speichern habe ich jetzt gemacht, und dann geht's hier in die Höhle, weil da muss ich ja rein, um zu diesem Typ zu kommen. Oh, jetzt greift natürlich doch noch ein Pokémon an hier kurz vor der Leiter. Hier so ein fettes Vieh, was viel zu schwach ist, um es zu fangen, weil ich habe keinen Bock, Pokémon zu fangen, dass ich jetzt nochmal 2 Level aufleveln muss, dass es überhaupt was bringt. Und eigentlich sind meine Pokémon ja auch zu schwach.
Also das hat man ja an dem Arenaleiter gesehen. Der hat ja 16, 16, 19 gehabt und ich hier Pokémon auf Level 10 fast nur. So, Genauigkeit von Xalas sinkt, macht nichts, ich treffe trotzdem. Er macht die komische Attacke, die das mit Dieter von dem Arenaleiter eben auch die ganze Zeit gemacht hat, die gar nichts bringt. Und ich mache ihn K.O. Ja, da hast du mal wieder ein paar EP. So, und jetzt wird Blitz eingesetzt. Wer kann es nochmal? Ah ja, Pudox, genau. Blitz! Boing! Oh, da geht doch noch mehr, oder? Ich probiere mal gerade nochmal, vielleicht sehe ich dann noch mehr. Ne, nicht Bericht. Blitz! Was? Was? Blitz! Also, kann man doch nur einmal machen, schade. Ja, und ich komme hier jetzt wenigstens besser Gegner wie oben. Wow, was ist das denn für ein Vieh? Zubiris. Sieht aus wie Abra irgendwie. Das fange ich aber, das ist nämlich Level 10. Und sieht ja irgendwie selten aus, mit so Juwelenaugen. Was, das hat kein... Achso. Das ist hier so Zombie-Gedöns. Auf, nee, Geister. Nicht Zombie. Auf die wirkt ja kein, keine normalen Attacken, aber dafür Käfer-Attacken. Aber nicht sehr viele. Nicht sehr, ja, nicht sehr stark. Ja, dann muss ich Pokémon wechseln. Wer kann denn noch was Tolles? Ein Pudox, aber der kann doch nur... Ein Giftstachel könnte er noch, aber Konfusion killt das Zubiris ja, glaube ich. Konfusion ist da sehr effektiv. Ah, ich komme, ich mach Konfusion. Okay, doch nicht sehr effektiv, hat keine Wirkung. Oh Mist, aber ich glaube Nachtnebel ist sehr effektiv gegen meins. Nee, auch nicht. Okay, dann also soll es Giftstachel sein. Okay, das hier kann ein bisschen dauern. Oh Mann. Nee, komm. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das Vieh zu fangen. Das dauert mir zu lang. Flucht. Da kann ich noch nichts mitmachen, da komme ich nur nachher wieder runter wahrscheinlich. Aber hoch geht's dann nicht. Ein Zubat, das kann ich aber doch fangen. Da kann ich mit meinen normalen Attacken punkten. Kratzer. Oh, super, Schall nervt, ey. Immer verwirrt, mein Pokémon. Ja, und jetzt hat sich's auch noch selbst verletzt. Ja, und jetzt bringt Super Schall natürlich nichts mehr. Hoffentlich treffe ich, diesmal treffe ich, sehr gut. Macht nicht so viel Schaden, aber es macht jetzt nichts. Bin nicht mehr verwirrt, egal, der verwirrt mich sowieso gleich nochmal. Ha, jetzt macht er Blutsauger, der Idiot. Jetzt wo ich nimmer hier verwirrt bin. So, oh, jetzt verwirrt er mich noch. Kurz bevor ich ihn fangen kann, verwirrt er mich nochmal, der Aff. Beziehungsweise die Fledermaus. So, und jetzt fange ich ihn. Das funktioniert, denke ich mal, noch mit einem normalen Pokéball. Hoffe ich mal. Ja, sehr gut. Toll, Zubat wurde gefangen. So, wie nenne ich das Vieh? Ich hab schon was. Beißer nenne ich's. Nicht der kreativste Name, aber egal. Nee, doch mit J. So, mit zwei S. Scharfes S gibt's ja sowieso nicht. So, Beißer. Sehr gut. Das habe ich doch jetzt auch dabei, oder? Jo. Habe ich jetzt dabei, hat allerdings gar noch EP, bringt mir also nicht so viel im Moment. So. Speichere ich mir noch gerade schnell. Ein Pokéball. Ist sogar ein Pokéball. Hätte ja auch können irgendein anderes Item sein. Und was kommt jetzt? Zubiris oder Zubat? Zubat.
Level 9. Kratzer. Sehr gut, weil Blutsauger zieht mir nicht so viel ab. Und super.